Es war kein wirkliches Geheimnis mehr, dass nach der Entlassung von Norbert Düvel nun Sascha Lewandowski das Ruder beim 1. FC Union Berlin übernehmen wird. Der 43-Jährige erhält einen Vertrag bis 2017 und hat sich zuletzt intensiv mit der zweiten Liga befasst. Den Verein aus Köpenick hat er bereits länger auf seinem Trainerradar. Am Freitag wird der ehemalige Leverkusener Nachwuchskoordinator nun zum ersten Mal eine Trainingseinheit leiten. Sascha Lewandowski erreichte mit Nachwuchsteams des VfL Bochum zweimal das Endspiel um die deutsche Meisterschaft, stand bei Bayer Leverkusen bereits als Bundesliga-Trainer an der Seitenlinie und schloss 2011 als einer von drei Jahrgangsbesten seine Trainerausbildung ab. Hier nun einige Auszüge aus seiner Antrittspressekonferenz. Ja, interessant und es hat Spaß gemacht. Also ich habe schon sehr viele Mitarbeiter kennengelernt und konnte mich auch schon austauschen. Heute Morgen die Trainingsbedingungen und die sportlichen Voraussetzungen angeschaut, die wirklich richtig gut sind. Wir hatten vorher darüber gesprochen, aber es ist natürlich auch schön, das so mit eigenen Augen zu sehen, weil das ist ja für einen Trainer immer das Wichtigste. Ich habe mich mit dem Mannschaftsrat schon getroffen. Das war mir wichtig, dass ich nicht in eine PK reingehe, ohne vorher jetzt irgendwo schon mal mit Spielern gesprochen zu haben. Jetzt ging es halt nicht mit der kompletten Mannschaft, aber zumindest mit dem Mannschaftsrat schon. Ich habe mich mit den beiden Co-Trainern ausgetauscht. Also dafür, dass der Tag noch nicht so alt ist, war schon richtig schön viel Programm. Das wird auch wichtig sein, auch gerade die ersten Wochen extrem wichtig sein, damit ich mich hier erstmal richtig gut einfinde, möglichst viel kennenlerne, um dann natürlich auch möglichst schnell schon meine Entscheidungen dann treffen zu können. Ich glaube, wir werden nicht alle Details bekannt geben, aber Sascha Lewandowski ist gestern angereist und wir haben gestern verhandelt, heute verhandelt, haben heute Vormittag unterschrieben. Ich glaube, dass wir als 1. FC Union Berlin eine tolle Marke sind, auch in der zweiten Liga. Wir gute Voraussetzungen bieten können. Ich habe in den Gesprächen gespürt, dass unsere klare Zielsetzung auch unsere perspektivische Zielsetzung ein ganz wichtiger Punkt für Sascha Lewandowski waren. Wir wollen uns der Weiterentwicklung stellen, letzten Endes. Wir wollen unser Saisonziel, diese Saison ist ja bekannt, Platz 1 bis 6. Das kennt unser neuer Cheftrainer auch. Und unser Cheftrainer weiß auch, dass wir perspektivisch um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen wollen. Und das waren letzten Endes, glaube ich, auch entscheidende Punkte, dass er zu einem Zweitligisten kommt, der ambitioniert ist. Das ist wichtig für uns, gerade im Sportbereich, wenn es um Trainer geht, wenn es um Spieler geht, dass wir uns auch klar artikulieren, was wir wollen und uns nicht verstecken. Und wir haben gute Gespräche geführt und freuen uns natürlich riesig, dass so ein begehrter Trainer zu uns kommt und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Also generell ist Union ein toller Verein, der von mir eigentlich immer auch eine hohe Wertschätzung genossen hat. Und es sind ja nicht immer nur die rein rationalen Entscheidungen, die jetzt Spaß machen im Leben. Ne? Also das mal so am Rande. Und wir haben auch so ein bisschen drüber gesprochen, haben uns auch ausgetauscht. Also vieles von dem, was Union verkörpert, ist mir halt eben sehr nah. Und von daher war mir der Club dann auch eben sehr nah. Und trotzdem wäre es jetzt natürlich in einer Situation wie vielleicht noch vor 4 oder 5 Jahren. Auch da war Union schon ein geiler Club, aber die Voraussetzungen waren vielleicht noch nicht unbedingt so gegeben, um dann zu sagen, du hast jetzt auch als Trainer eine Situation, wo du wirklich auch richtig viel erreichen und bewegen kannst, wenn es denn alles optimal läuft. Und jetzt kommen halt beide Dinge zusammen. Es ist halt eben nicht nur ein toller Club, sondern auch ein Club, der gewisse Voraussetzungen bietet, der ambitioniert ist und mit dem ich eigentlich dann auch gemeinsam wachsen möchte. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten hier in der Aufgabe dann auch reizt. Du kannst hier eine richtig gute, hochinteressante Geschichte schreiben. Und du hast handelnde Personen, wo ich einfach von Anfang an ein richtig gutes Gefühl habe. Ich bin nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, es ist jetzt jede Aufgabe für mich so hoch möglich, dann auch gleichzeitig wesentlich reizbarer, sondern ich möchte schon auch irgendwo das Gefühl haben, ich bin irgendwo gut aufgehoben und arbeite auch mit richtig guten Leuten zusammen. Und das ist hier bei Union absolut gegeben. Und von daher hatte ich von Anfang an hier ein sehr gutes Gefühl. Ohne jetzt da auch zu weit auszuholen. Also generell, das sieht man ja auch an der Vertragsgestaltung, ist es schon so, dass
irgendwo in diesem Zeitraum der 21 Monate wir natürlich beide sehen wollen, dass es richtig vorwärts geht. Das möchte ich und das möchte auch der Verein. Und deshalb haben wir auch von Anfang an nicht gesagt, wir machen jetzt einen extrem langen Vertrag, sondern im Rahmen dieser Zeit möchten wir beide schon sehen, dass es auch vorwärts geht in Richtung der Ziele, die der Verein hat und die ich auch habe. Ich bin der absoluten Überzeugung von dem, wie ich die Mannschaft kenne, wie ich weiß, dass der Verein aufgestellt ist und wie ich letztlich auch irgendwo von mir und meiner Arbeit überzeugt bin, dass es uns gelingen wird, hier vieles richtig erfolgreich auf den Weg bringen zu können. Ich weiß nur nicht, wie schnell es geht und darauf zielt ja die Frage auch ab. Es ist so, dass ich zweimal eine Profimannschaft im Laufe der Saison übernommen hat. Das war beide Male allerdings auch schon in der Endphase. Jetzt haben wir ja noch nicht so viele Spiele absolviert. Trotzdem war die Situation vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Da hat es beide Male eigentlich sehr schnell funktioniert, dass die Mannschaft zumindest schnell wieder erfolgreicher gespielt hat und dann nach und nach auch ein bisschen besser gespielt hat. Das war auch ein gewisses Matchglück dabei in der Anfangsphase, aber da hat es relativ schnell funktioniert. Aber ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir hier von jetzt auf gleich auch viele Dinge schon dann anders auf den Weg bringen. Ich bin nur davon überzeugt, dass wir auf Strecke einfach da eine richtig, richtig interessante und klasse Geschichte raus machen können und machen werden. Nochmal, wie schnell es gehen wird. Wir wollen einige Dinge auf den Weg bringen. Wir werden in der Spielausrichtung Sachen verändern und das geht auch sicherlich nicht immer von jetzt auf gleich. Völlig klar, hier ist vorher auch eine gute Arbeit gemacht worden und der Kollege übergibt das alles in einem guten Zustand und deswegen, also da das, was ich jetzt vielleicht sage und wo Sie zu Recht auch eine Antwort drauf erwarten, bitte mit Vorsicht genießen und nicht halt eben jetzt dann als Kritik jetzt am Vorgänger oder wie auch immer auslegen. Trotzdem gibt es jetzt einige Ansatzpunkte, wenn man die Spiele halt eben analysiert. Und ich habe gerade ja auch schon mit der Mannschaft, mit den Co-Trainern auch ein bisschen sprechen können und da auch schon mal ein bisschen reingehorcht, dass wir sicherlich schon 3-4 Stellschrauben haben, wo wir sehr schnell auf dem Trainingsplatz am Freitag auch intensiv dran arbeiten wollen und arbeiten werden. Ohne jetzt zu groß ins Detail zu gehen, aber im Defensivverhalten, in der Arbeit gegen den Ball, wird es sicherlich darum gehen, etwas aktiver zu verteidigen, mehr Pressing-Situationen auch herbeiführen zu können, indem wir einfach auch mal mehr vorwärts verteidigen und etwas mutiger vielleicht auch dadurch bedingt verteidigen und dadurch einfach auch mehr Balldruck erzeugen können. Also wir haben zuletzt sicherlich irgendwo auch relativ viel Räume im Mittelfeld dann aufgegeben und da wird sicherlich ein Ansatzpunkt sein, dort über eine stärkere Vorwärtsverteidigung und mehr Balldruck einfach auch die Räume besser zuzustellen und besser zu bearbeiten. Und bei eigenem Ballbesitz wird es darum gehen, einfach mehr Lösungen zu entwickeln, sowohl von hinten heraus im Aufbau als auch beim Spiel in die Spitze. Und das ist natürlich etwas, was mehr Zeit in Anspruch nimmt als umgekehrt. Also wir werden sicherlich auch nicht in der Lage sein, jetzt auf Anhieb. Was kostet das bei euch? Was habt ihr da? Ihr habt ja bestimmt auch eine Regelung da getroffen. Separaten Pressetarif regeln wir nachher mit dem Kollegen. Okay, weil Mannschaftsbesprechung ist sehr teuer. Ja, okay. Wenn es da einen Rentnertarif gibt, okay. Aber ansonsten geht das gar nicht. Ne? Geht das gar nicht. Aber, aber dann, wo war ich stehen geblieben? Ja, beim eigenen Ballbesitz, wo es halt darum gehen wird, mehr Lösungen zu entwickeln. Nur das ist natürlich etwas, wir werden jetzt sicherlich nicht von jetzt auf gleich in der Lage sein, über starken Ballbesitzfußball da die Liga zu dominieren. Das ist ja das, wo auch die Frage gerade drauf abzielte und wo ich halt sage, ich habe zweimal gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist relativ schnell eigentlich auch erfolgreicher und auch irgendwo ein bisschen besser vielleicht funktioniert hat. Aber das ist trotzdem ein gewisser Weg, das ist ein Prozess und da werden wir sicherlich auch wenn es mir schwerfällt, hier und da mal ein bisschen Geduld brauchen. Aber die Verbesserungen wollen wir einleiten, die wollen wir herbeiführen und dafür werden wir ab Freitag intensiv trainieren und arbeiten. Es ist immer extrem schwierig, über sich selber zu sprechen. Und deshalb, es sind zum Glück immer mal ein bisschen Zitate im Raum, was mich freut halt eben auch von Spielern, auch teilweise Spieler, die jetzt unter mir auch nicht unbedingt ihre allerbeste Zeit hatten, die trotzdem dann vielleicht ganz positiv reden. Das freut einen dann besonders. Da ist schon eine Menge im Umlauf. Von daher,
gut, was kann man, ich bin sicherlich jemand, der nochmal den klaren Anspruch hat, so intensiv zu arbeiten, so eng mit einer Mannschaft zu arbeiten, dass ich, dass ja, wirklich Verbesserungen einfach trainiert werden, geschult werden, Lösungen erarbeitet werden, um einfach Qualität zu erhöhen. Sascha Lewandowski, herzlich willkommen in Berlin. Die Pressekonferenz eben war schon sehr launig, auch ein Stück weit humorvoll. Wie ist generell Ihr Umgang mit einer Mannschaft? Also humorvoll und launig, glaube ich wenig. Also es geht darum, dass es ist schon so, dass du auch eine vernünftige Atmosphäre sicherlich brauchst und dass die sinnvoll ist. Aber in erster Linie geht es darum, sehr effektiv zu arbeiten. Klar ist, wenn du jeden Tag miteinander zusammen bist, dann ist eine gute Stimmung nichts verkehrt. Aber nochmal entscheidend ist, dass du sehr intensiv und sehr effektiv arbeitest. In aller Kürze, wie sehen die nächsten Tage aus? Ja, wir haben ja leider die Situation jetzt mit den beiden Freundschaftsspielen auch. Das sind Spielverpflichtungen, klar, die stehen auch, das ist auch okay. Nur dadurch habe ich erst die Möglichkeit, am Freitag richtig anzufangen, mit der Mannschaft zu trainieren. Aber dann werden wir halt eben auch von Freitag bis zum Karlsruhe-Spiel jeden Tag zusammen sein, werden sehr viel, sehr intensiv arbeiten und wollen versuchen, einfach schon in die Richtung zu arbeiten, in die wir gehen wollen. Dafür alles Gute, vielen Dank.